3, 2, 1. Yo, was geht und willkommen zu einem neuen Tor-Video. Leute, wir sind wieder hier. Ja, wir sind hier. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch hierhin gefunden habt. Und heute spielen wir ein Spiel gemeinsam hier. Ja, wir haben uns gedacht, wir spielen Siblings or Dating. Das funktioniert so. Yoshi hat für uns Bilder rausgesucht von Pärchen oder vielleicht auch eben kein Pärchen. Geschwistern. Genau, Geschwistern. Und wir müssen herausfinden, sind es Pärchen? Sind es Geschwister? Sind es beides? Das ist schon gemein. Nee, wieso? Nee, ist nicht gemein. Es ist ja eigentlich ganz normal, dass wenn man lange Paar ist, dass man auch vielleicht ein bisschen irgendwie so wird wie die andere Person. Man übernimmt ja so ein bisschen was. Ist ja nichts Verkehrtes, ne? Ja, außer es das ist andere. Halt Inzucht. Ja. Das wäre wirklich cool. Okay, wer möchte anfangen? Ja, wir machen zusammen. Wir spielen gegeneinander hier. Ja, okay. Wir spielen gegeneinander auf Ernst. Auf Ernst. Der Verlierer muss 5 verschiedene Instagram-Stories machen, die dieses Video bewerben. Egal wie unangenehm das wird, dass man jetzt so viel Zeit hat, um so wenig eigentlich nur zu sagen. Okay, Deal. Leute, ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren mitraten, lasst euch aber nicht spoilern. Okay, das ist das Erste. Ich sag... Warte. Also ich habe das Gefühl, dass das schon... Das kann ich gar nicht sagen. Es ist ganz schwer. Lass mich überlegen. Die Nasen zum Beispiel sehr ähnlich. Ja, true. Nasen sind sehr ähnlich, könnten Geschwister sein. Haare, Haarstruktur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich küssen. Ja, ich bin auch nicht. Okay, auf 3 sagen wir, was wir denken, okay? 1, 2, 3. Geschwister! Okay, beide Geschwister. Auflösung. Dating! Oh mein Gott. Vielleicht sucht man sich aber auch Menschen, die irgendwie der Familie ähneln oder sowas, oder? Das kann sein, vielleicht... Das, was man in den Wald hineinballert, auch mit Aussehen, kommt vielleicht zurück. Aber ich denke mir so, guck mal, wie die da sind. Oder die sind halt schon so voll lange zusammen und dadurch haben sich voll die gleichen Interessen entwickelt, voll das gleiche, weiß nicht. Die führen uns hinter das Licht. Das sind Geschwister, aber die ficken auch. Okay, weiter? Ja. Oh. Oh Mann, das ist ja schwierig bei diesem Spiel. Also... Es könnte immer beides sein, habe ich das Gefühl. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die haben auch wieder so einen ähnlichen Nasen. Fuck. Warte, ich habe mich noch nicht entschieden. Fuck, Mann. Voll schwer. Okay. 3, 2, 1. Geschwister. Deins war mal ein bisschen verzögert. Können wir kurz Replay sehen? Geschwister. War mal so... Ich weiß ja nicht. Ich wollte kurz überlegen, wie heißt das Wort noch? Kurz Sprache verlernt. Sehen die alle aus wie Geschwister. Ich habe das Gefühl gehabt, auch der Mund, irgendwie habe ich da Ähnlichkeiten gesehen. Wie die Körperhaltung. Aber Dating, gut, die sitzen so. Der sitzt so, das ist meine Schwester. Ich bin auf der Party von meiner Schwester. Damn. God damn. Jetzt kommt, ich weiß nicht, was raus. Das ist so dumm. Ist das so eine Falle? Ich wette. Glaubst du, eine Falle? Also guck mal, wo er seine Hand hat. So. Achte mal genau auf seine Hand. Mhm. Die ist noch im Safety-Bereich. Ja. Wäre das eine Freundin, hätte die vielleicht weiter unten. Hm, weiß nicht. Muss nicht sein. Muss nicht. Aber bei einer Schwester würde er nicht weiter runtergehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das wär noch die Grenze, wo man sagen könnte, okay, könnte eine Schwester sein. Weil es berührt noch nicht den Arsch. Ich habe eine Vermutung. Both. Krass. 3, 2, 1. Geschwister! Let's go! Yeah! Weißt du, woran ich es erkannt habe? Er hat die Hand so gemacht. Guck, er berührt nur mit der Fingerspitze eigentlich. Er hätte ja so machen können. Ja. Aber er hat so gemacht, aus Respekt. Mhm. Korrekt, Junge. Mega. Guck mal den Dude hinten links im Hintergrund. Also ich würde schon sagen, die sehen sehr unterschiedlich aus, habe ich das Gefühl. Geschwister. Könnte sein. Und wie sie sein Hemd packt, sie die Finger rein. Ja, das ist schon so ein bisschen... Aber es kann auch sein, dass sie so denkt, ey, mein kleiner süßer Bruder. Weißt du? Sie sieht also vielleicht ein bisschen älter aus als er. Mhm. Da merke ich einfach erstmal, wie viele Sachen gleich sind einfach bei Geschwistern und Pärchen. Bei Pärchen, ja. Ready? Geschwister! Oh, okay, jetzt kommt der entscheidende Punktunterschied hier. Sibling! Let's go. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist dieser Vibe von, das ist mein kleiner Bruder. Aber er ist schon jetzt so groß und ich bin stolz auf ihn. Das ist ein Punkt mehr als jetzt. Ja, Mann. Führung. Führung! Next one. Oh. Oh. Warum sind die nackt? Weil die wahrscheinlich am Strand sind. Das sieht aus wie so Models. Ja.
Mann, das sieht voll aus wie Dating. Das müssen Geschwister sein. Wie fühlst du zu dem Bild? Ich glaube, das Foto hat die Mutter gemacht. Du glaubst, das Foto hat die Mutter gemacht? Also könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, bei Daten hätten die einen anderen Ausdruck im Gesicht und nicht so neutral. Wären die glücklicher. Oder ist eine unglückliche Beziehung? 3, 2, 1. Dating. Geschwister. Ich glaube, Dating. Pack! Oh. Ja, Mann. Ich habe kurz gedacht, weil, keine Ahnung, Gleichstand wieder, ne? Mhm. Warum sind das Geschwister? Ja, man sieht irgendwo Ähnlichkeit eigentlich. Ja. Lippen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es eine Irreführung. Ja. God damn! Also, ich sehe da irgendwie sehr Ähnlichkeit. Von der Ausstrahlung her sind die gleich. Mhm. Das könnte auch so eine glückliche Beziehung sein am Anfang noch. Weil man weiß ja, Beziehungen werden am Ende immer schlimm. So die meisten. Man kennt es. Spaß. Ja, ich hab eine Tendenz, aber ich möchte nichts hergeben. Mhm. 3, 2, 1, Geschwister! Ah, was? Okay. Die sehen aus wie Geschwister. Leute, ist euch das schon mal passiert, dass ihr mit eurem Partner unterwegs wart und Leute dachten, yo, das sind Geschwister? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren, wir lesen die sehr gerne. Irgendwie kriege ich von denen gewisse Geschwister-Vibes. Warum sollte man so weit weg von seinem Partner sein, nur für die Pose? Die wirken so wie so Geschwister, die gerade so Sport gemacht haben. Ja. Nachdem sie in ihrem Millionenanwesen aufgewacht sind und gefrühstückt haben. Und ihre Mutter sagt so, jo, geh mal kurz ein bisschen, soll ich mal ein Foto machen? Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Mhm. Das ist meine Einschätzung, ja. 3, 2, 1. Geschwister! Ja, wahrscheinlich, was? Digga, das muss Plot sein. Das muss ein Plot-Twist sein. Na, freut ihr euch auch schon alle darauf, dass Corona bald vorbei ist und wir endlich keine illegalen Raves mehr am Küchentisch machen müssen? Wir auch, aber was darf für die nächste Party definitiv nicht fehlen? Das passende Outfit von Spiced Out. Mit Spiced Out bist du bestens auf die Zeit nach Corona vorbereitet und kannst damit perfekt ohne Probleme auf jeder Party abgehen und fühlst dich trotzdem so wohl, als würdest du in deinem Bett kuscheln. Spiced Out fühlt man nicht einfach nur, man lebt es. Überzeuge dich selbst und schlag noch heute zu. SpicedOutClub.de. Weiter geht's, Leute. God damn! Okay, ich bin bereit. 3, 2, 1. Geschwister! Weißt du, warum ich das denke? Ich denke, dass es... Was? Ich denke, dass die Geschwister sind, weil die beide hübsch sind. Gute Theorie. Plausibel und logisch. Ich glaube, dass die Stiefschwester. Siblinger. Let's go! Let's go! Also wirkt sehr nahbar. Meine Theorie ist geheim, nur bei mir. Ich hab die Lösung, ich weiß es safe. 3, 2, 1, Geschwister. Oh. Punkt für mich. Let's go! Wusste es. Ich hab's irgendwie gefühlt. Fuck. Auch, ey, wie viele hübsche Menschen gibt es? Es sind ja so viele hübsche Menschen. Es wirkt aber sehr. Das Ding ist, das kann immer alles sein. Ich würde auch bei so machen, weißt du, bei egal wen. Schwer. Wirkt auf jeden Fall sehr nah. Ja, aber Pärchen sind sehr nah und Geschwister können auch sehr nah sein. Ja, true. 3, 2, 1, Dating. Oh mein Gott. Ja. Dann richtig, positiv. Am Daten. Okay. Ist mal schön das Gucci Hairband am Rocken. Das sieht für mich aus wie so Little Sister. Ja, aber vielleicht vernascht er seine Little Sister. Man weiß es nicht. 3, 2, 1, Dating. Hä? Er macht so Dating. Yeah. Ich habe kurz gedacht, weil meine Theorie ist, das sieht aus, als wären es Geschwister, dann sind es keine Geschwister, wenn es so aussieht. Aber es ist nicht immer so. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie man so ein Bild machen würde. Oh, guck mal, wo er seine Hand hat. Danger Zone? Er hat seine Hand auf jeden Fall in der Danger Zone. Und in der anderen Hand hat er den Cup mit Lean. Nee, das ist, ist ihr Arm. Okay. Außer er hat Nagellack. Was auch natürlich cool ist. Mhm. Aber sein Arm wäre ziemlich lang. Ja, true. Okay. Oh. Das ist ja, also wo die Hand ist, das muss ja eindeutig sein. Ich glaube, ich hab's durchschaut. Wenn die jetzt Geschwister sind, dann glaube ich nichts mehr. Hast du mal die Füße gesehen? Ah. Das war mein kleiner Detektivhint. Mhm.
der hat seinen Fuß an dem Fuß von ihr. Mhm. Das ist für mich ziemlich sexuell. Mit wem füßelt man denn? Okay. Drei, zwei, eins. Dating! Oh, ich war kurz mal überlegen, was ich nehme. Das sind doch keine Geschwister! Das macht gar keinen Sinn. Kennt ihr jemand? Kann das jemand bestätigen? Warum fasst du sie dann in der Danger Zone an, Junge? Guck mal, wo deine Hand ist. Sweet. Und wo dein Fuß ist. Ihr füßelt. Oh Mann, ey. Die Frage ist immer, kann man die sich beim Sex vorstellen? Kannst du dir vorstellen, wie er sie jetzt einfach grabt und so küsst? Ja. Oder wie sie einfach so auf seinen Arsch schaut. Und er so, Ja, aber irgendwie wirkt die Energie zwischen denen nicht so. 3, 2, 1, Dating. Let's go. Ich glaub denen gar nichts mehr, wirklich. Ich glaub gar nichts mehr. Die können von mir aus machen, was sie wollen. Können von mir aus Geschwister sein oder ficken. Das erkennt man nicht. Man kann es nicht erkennen. Mhm. An solchen Bildern. Aber das ist ja auch das Schöne. Körperliche Zuneigung kann ja auch zwischen Geschwistern da sein. Ja. Wir hatten ja auch viele Bilder, die so richtig nah waren. Wir? Ja. Und da hat man auch sagen können, Dating oder Siblings. Ja, aber nie. Okay. Wir sehen uns nicht so ähnlich. Wir sehen uns nicht so ähnlich. Wir sehen uns sehr unterschiedlich. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Es geht ja darum so, wie schätzt man die Leute ein? Nicht unbedingt, wie es ähnlich ist. Ne? Okay. Wir blenden mal hier ein Bild von uns ein. Was hättet ihr da gesagt? Stellt euch mal vor, ihr kennt uns nicht. Hättet ihr gesagt Dating oder Siblings? Das sind doch keine Geschwister! Das macht gar keinen Sinn. Ab jetzt Speedround. Wir müssen uns schnell entscheiden. Wir können nicht mehr reden. Jetzt geht's um alles oder nichts. Tissu? Okay. 3, 2, 1, Siblings. Yes. Ja. 3, 2, 1, Dating. Yes. Der ist also unser Besten. 3, 2, 1, Siblings. Oh. Fuck. Wo hast du das denn gewusst? Erste Einschätzung. Guck mal, die sehen sich voll ähnlich. Irgendwie ähnlicher Vibe. Okay. 3, 2, 1, Dating. Oh, shit. Oha, Mia! Oha! Mega Führung, scheiße! Was ist cool, ne? 3, 2, 1, Dating! Das war's. Nein! Tja, Leute, dann dürft ihr jetzt auf keinen Fall verpassen, was Toni auf dem Turnier Instagram-Account machen wird, um dieses Video zu promoten. 5 Stories. 5 Stories ist viel zu viel. Eine Story sind 15 Sekunden. Ja. 5 Stories sind eine Minute. Nein. Eine Minute und mehr. Leute, falls ihr das ausgerechnet habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Abonniert gerne den Channel. Guckt euch alle Videos an. Außerdem, checkt bei Nia unbedingt seinen Twitch-Kanal aus. Ja, ich bin jetzt 70 mit meinem Magier, wenn ihr das Video seht. Leute, schaut unbedingt bei Toni vorbei, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Da kommt jeden Tag ein Video gerade. Alter, das ist ja dieser andere krasse Output. Heftig. Und sonst sehen wir uns hier wieder auf dem Ton. Mir Kanal nächsten Sonntag. Yes. Bis dahin, Leute, gehabt euch wohl. Euer Turnier. Turnier. Klar. Was nehmen wir als Thumbnail? Was das mal? Maschallah, einfach die Hübsche.